Herzlich willkommen! Im heutigen Video geht es um eine der beliebtesten Hunderassen weltweit. Es geht um den Labrador Retriever und ihr bekommt jetzt ein paar Informationen zu dieser tollen Rasse. Der Labrador Retriever hat seine Wurzeln in Neufundland in Kanada. Ganz ursprünglich hat er dort Fischern dabei geholfen, die Netze der Fischerei einzuholen. Und jeder, der einen Labrador hat, der wird wissen, dass Labradore unheimlich gerne schwimmen, dass es unheimliche Wasserratten sind, dass sie total gerne ins Wasser gehen und dass sie natürlich auch gerne apportieren. Und wenn man jetzt darüber redet, wo sie herkommen, was ihre ganz ursprünglichste Aufgabe gewesen ist, dann wird das eigentlich auch deutlich oder man kann schon erkennen, ja, warum ist denn das so? Was ist dann passiert? Der Labrador Retriever wurde nach England gebracht und dort wurde er als Jagdgebrauchshund eingesetzt. Der Labrador Retriever war sehr nervenstark, war schussfest, hat man da gesagt. Das heißt, die Labradore sind auch unheimlich unempfindlich gegenüber Geräusche. Das ist das, was da noch mitgekommen ist. Der Labrador hat zuverlässig apportiert, hat also wild gut apportiert und vor allem unbeschadet zum Jäger zurückgebracht. Da spricht man von diesem sogenannten weichen Maul. Das heißt, der Labrador bringt etwas zurück, hat aber ein sehr weiches Maul, beschädigt die Dinge, die er trägt, also in der Regel nicht. Mittlerweile gibt es zwei Linien von Labradoren. Einmal die Showlinie und die Arbeitslinie. Die Showlinie, das sind die Hunde, die breitere Köpfe haben. Die sind ein bisschen kleiner, gehen auch generell ein bisschen mehr in die Breite in der Regel. Und die Arbeitslinie, das sind die Hunde, die schlanker sind. Die sind höher gebaut und vor allem vom Wesen unterscheiden sich diese beiden Linien, weil die Arbeitslabradore auch durchaus wirklich was machen wollen. Das heißt, sie wollen auch arbeiten. Labradore haben übrigens ein speziell imprägniertes Fell, was besonders gut darin ist, Wasser abzuweisen. Also Labradore, die aus dem Wasser kommen, sind unheimlich schnell trocken. Weiter kennt man die Otterrute, die dicke Rute, die ja besonders dabei hilft, sich im Wasser und besonders schnell zu bewegen. Der Labrador ist in den Farben schwarz, braun, beige, Red Fox und mittlerweile auch in Silber anzutreffen. Dadurch, dass der Labrador so gut und so eng beim Jagen mit den Menschen zusammengearbeitet hat, man sprach da von diesem sogenannten Will to Please, also er möchte gerne mit den Menschen was machen und zusammenarbeiten, dadurch ist es auch entstanden, dass der Labrador heute so ein beliebter Familienhund ist. Der Labrador ist ja unheimlich gelehrig, der Labrador lässt sich ganz, ganz toll motivieren und macht eigentlich alles gerne. Also man kann unheimlich viele Beschäftigungen mit ihm machen. Ein Labrador wird nie sagen, nee, habe ich keine Lust drauf. Der Labrador ist ein intelligenter Hund, ein aufgeweckter Hund, ein interessierter Hund und auch ein nervenstarker Hund. In der Regel sind Labradore sehr, sehr freundlich, auch gegenüber Fremden. Deshalb eignen sie sich nicht unbedingt als Wachhunde. Aber es sind tolle Familienhunde. Sie sind freundlich gegenüber Kindern und eigentlich auch gegenüber Artgenossen in der Regel. Ja, der Wenzel hier ist auch ein Vertreter, ganz jung noch, deshalb ein bisschen ungeduldig hier. Und da kommen wir nochmal zu einer anderen Sache zum Thema Familienhunde. Natürlich ist der Labrador ein guter Familienhund. Er kann ein guter Familienhund sein, gar keine Frage. Allerdings ist es, glaube ich, so entstanden, dass man gesagt hat, der Hund hat einen guten Will to Please, ist ein guter Anfängerhund.
Und da muss man so ein bisschen einschränken, weil ein Labrador braucht definitiv eine gute Erziehung und ein Labrador braucht definitiv auch Grenzen. Weil, was sind Labradore denn auch? Labradore wuseln immer irgendwo rum und Leute sagen ja, die sind unheimlich freundlich. Allerdings finde ich persönlich, dass Labradore auch sehr grenzenlos sind, dass Labradore auch distanzgemindert sind. Und dieses Nicht-Einhalten von Distanzen, was viele Labradore mit sich bringen, wird als Freundlichkeit missinterpretiert. Da muss man also ein bisschen drauf schauen, dass wenn man einen solchen Hund hat, dass man ihn gut formt. Und ich finde wichtig, dass jetzt hier so ein junger Hund gut erzogen wird und von Anfang an das Richtige mitbekommt, weil da kann man auch viel falsch machen. Wenn ich da nicht drauf achte und nur glaube, ja, der Hund ist freundlich, das wird schon funktionieren, dann habe ich ganz oft einen Labrador, der ein Jahr alt ist, wenn dann die ganzen Hormone irgendwo schon da sind, der nicht mehr zu kontrollieren ist, der wirklich schwierig ist. Und da sollte man unbedingt darauf achten, dass man auch einen Labrador gut erzieht, dass man in eine gute Hundeschule geht oder von Anfang an anfängt, mit diesen Hunden zu trainieren. Ja, jetzt habt ihr eine ganze Menge Informationen über die Labradore bekommen. Ich habe ja selber einen. Es sind einfach tolle Hunde. Man kann eigentlich alles mit ihnen machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.